Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Horizon Forbidden West. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es ja noch einiges zu holen, ne? So ein bisschen was. Warte mal, ich hatte hier, glaube ich, noch gar nicht alles, oder? Hatte hier schon alles. Ich habe eine kleine Aufnahme, also von so 10 Minuten bis halbe Stunde Aufnahmepause gemacht. Also wirklich nicht viel. So ein bisschen, was man so macht, ne? So wird ja auch immer gesagt, wenn man soll ja mal so zwischendurch mal 15 Minuten Pause einlegen, ne? Bisschen auf Instagram gewesen. Mal ein bisschen was nachgeholt. Das Posten. Ja, das vergesse ich hin und wieder mal. Oder schiebe es halt sehr lange auf, ne? Ich versuche dann doch ein bisschen einigermaßen aktuell zu bleiben. Ach, da vorne liegt noch was. Ne? Oh. Willst du nicht? Komme ich da später nochmal hin? Also, gibt es da irgendwie ein Event, was ich triggern kann, damit das irgendwie. Damit ich die Luke aufkriege? Ist das Story-relevant oder irgendwie sowas? Nein. Dankeschön. Hier ist auch eine. Oder warum wird mir gesagt, dass die abnehmbar ist? Steht ja abnehmbar, ne? Weird. Naja. Oder? Kann ja mal. Okay, kaputt geht sie schon mal nicht. Hätte ja klappen können. Naja. Später, ne? Da oben ist auch noch was. Okay, ja, wenn sie da nicht von selber drauf kommt. Ich habe doch gerade noch was gesehen. Ich laufe noch mal runter. Ach, da. Ja, manchmal hilft der Perspektivenwechsel doch, ne? Okay. Da ist auch noch was. Was habe ich da denn übersehen? Ein altes Fass. Lagerfolie mitnehmen. Okay, dann gucke ich noch mal hier. Ach so, ja gut. Wenn es nur das ist. Dann kann ich ja weitergehen, nö? Das ist ja dann kein Thema. Also ja, es sind wieder diese. Oder auch nicht. Das sind richtige Maschinen. Ich dachte, das wären gerade so Säure Dings. bringt nichts. Ich muss mir was anderes überlegen. Aber das sind tatsächlich Maschinen. Ich habe gedacht, das wären irgendwelche Statuen, die sie hier aufgestellt haben, aber. Nope. Okay. Interessant. Ich hätte auch reisen können und dann von hier aus dahin, ne? Fällt mir gerade auf. Schwach gegen Strom. Achso. Will ich euch schon mitnehmen oder will ich euch später mitnehmen? Ich glaube, ich will euch später mitnehmen. Kriegen wir noch irgendwann hin. Aber nicht jetzt. Muss ja nicht immer sofort sein. Nö. Das sind ja auch mehr von denen. Was für ein abgekatertes Spiel. Na komm.
Achso, und die sind dann wieder gegen Nässe. Okay. Ich werde mich erstmal hier so ein bisschen weiter rechts halten. Ich nehme die mal mit, ne? So, und dann gehe ich mal hier außen rum. Dann sind wir wieder zurück in der Wüste. Einmal rüberspringen, bitte. Nice. Okay, das haben wir, ne? Kann ich nämlich gleich wieder in die Richtung laufen. Ach ja, die beißende Sonne. Jetzt haben wir sie wieder. Ach stimmt, hier sind ja Geier, ne? Warte. Ja, wir können noch so ein paar Sachen können wir noch gebrauchen. Warte. Ich will ja sonst nichts anlocken, ne? Okay, das haben wir. Ja. Wir machen es wie beim letzten Mal auch. Wir hangeln uns von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Würde ich mal sagen. Und nehmen dabei noch ein paar Sachen mit, wenn es geht. Nö. Was? Okay. Gut, da war nichts. Ich war gerade der Meinung, aber... Naja. Ja, da vorne ist wieder Las Vegas. Ah, sieht richtig nice aus von hier. Wenn die Sonne nicht wäre, dann könnte man ein bisschen mehr sehen. Naja. Naja. In diesem Sandwirbel möchte ich nicht landen. Was? Wie? Wo? Wo? Hey, Aloy. Ich habe im Kettenkratz von zwei Osseram-Schwestern gehört, die in den Westen gezogen sind. Ich glaube, du kennst sie. Eine von ihnen steht auf Explosionen. Ja, ja. Della und Boomer. Ja, sie wollten vermutlich nach Glimmerwinkel. Oh. Danke. Wenn ich Zeit habe, gehe ich hin. Was? Was war das denn jetzt gerade? Wieso hat er sich vor mir, keine Ahnung, in die Luft gejagt? Eine Güte. Krass unterwegs, ne? Ganz wildes Partyvolk. So, das hätten wir jetzt, glaube ich, auch. Was haben wir denn hier? Oh. Ah, das nehme ich doch gerne mit. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Ich gehe mal davon aus, dass es da oben ist. Ach, da, ne? Ja, hier. Na komm. Ja, ja, sollte das hinhauen. Oder auch nicht. Hä? Hab ich was verpasst? Muss ich irgendwie was rausnehmen? Hm. Ich meine, es muss es ja eigentlich sein, ne? Ah, doch, 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 ja. Ich habe das gerade nicht gesehen, weil es irgendwie nicht angezeigt wurde, aber wir können gleich, warte, von hier aus, da. Ah, so. Ich koche schon in meiner Rüstung. Du trägst fast nichts. Stell dich nicht so an.
Das hat nichts mit der Rüstung zu tun. Nein. Halt dich fest. Nein. Au. Und den Gleiter kannst du auch nicht hier vernünftig aufmachen. Meine Güte. Das ist nur, weil sie sich nicht festhalten kann. Was manchmal echt nicht funktioniert, mit dem, dass sie bestimmte Dinge greifen soll, Ja, diesmal hat sie zumindest den Gleiter aufgemacht. Wie soll ich da rüberkommen? Weil antippen hat jetzt auch nicht so viel gebracht. So, einmal hier. Einmal hier hoch. So. Nee. Ach, so klappt's. Ah, bleib hier oben. Warum musstet ihr das so komisch machen? Ich finde das gar nicht lustig. Ich meine, wir haben Gleiter, aber Höhenangst lässt grüßen oder Fallangst. Na, ah, ich kann das überhaupt nicht ab. Oh, warte mal. Das wiederum finde ich toll. Cappuccino Clash Event. Oh, nutzen Sie Ihre Chance beim Cappuccino Clash des Jahrhunderts. Diesen Samstag im Wodka Hotel und Casino. Es geht um die kolumbianischen Kaffeeplantagen 5223 bis 5300, die zu den reichhaltigsten der Paisa-Region gehören. Und die Drohnenflotten von Fresh Grounds USA und Gresset LTD Schweiz machen sich schon bereit für einen echten Rumble in the Jungle. Geben Sie Ihre Wetten bis 11.59 ab und vergessen Sie nicht, Plätze auf dem Flugdeck zu reservieren, um alle Manöver aus der Sicht des Piloten zu erleben. Mindestverzehr 2 Getränke pro Person. Oh ja, also ich würde gern 2 Kaffee nehmen. Reich mal rüber, bitte. Latte Macchiato oder so Cappuccino oder irgendwie sowas nehme ich gerne. Aber bitte von Starbucks. Danke. Und bitte Fairtrade. Und so, ne? Aber mit Hafer. Nicht mit Kuhmilch. Vertrage ich nicht. Iyeye. Nö. Okay, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich da drinnen, ne? Nee. Nope. Muss ich mich da auch so außen langhangeln? Ich gehe mal davon aus, dass da, weil da ja auch die gelbe Markierung ist, dass da oben... Ah, doch, da. Der Dings ist Grünglanz. Komm, zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Könntest dich... Dankeschön. Meine Güte. Ja, sehr nice. Ah, ja. Direkt wieder runter. Warte mal, was ist da unten? Also, die leben noch. Entschuldige. Sah gerade so aus. Ich habe noch einiges, ne? Hier in Las Vegas. Oh ja, komm. Genau, dich habe ich schon. Ich wollte gerade sagen, da war ja was, ne? Okay. Würde ich mal sagen, das ist dann weniger, nö, riskant, wenn ich hier kontrolliert runterspringe. Hoffe ich. So, das hätten wir. Und wenn ich so abstürze, geht's. Also mit niedrig ist, um den Gleiter einzusetzen, weil dann so viel Schaden nimmt. Die Maschine ist wieder... Noch ein Rebellenaußenposten. Ja, ja. Ich hörte, hier gäbe es einen... Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Nö. Bis jetzt, war das ja immer so, dass wir dann auch trotzdem noch die anderen mitgenommen haben.
Warum auch immer. Aber, ja. Ist dann halt so, ne? Oh, ist schon, ist sogar schon der, ne? Warte, hier vorne. Wollt er gerade zu mir? Nee. Jetzt muss ich den Anführer wieder finden. Nee. Ja, das ist er. Bleib da mal stehen. Mal sehen, ob ich hier auch Marken finde. Ja, garantiert. Garantiert. Bin direkt hinter dir. Wo denn? Munition ist unterwegs. Ich probier's. Oh. Ja, du probierst es. Was denn? Werf doch mal! Meine Güte! Okay, bist noch da? Ah, nee, doch nicht. Es sah halt gerade so aus, ne? Oh, das meint sie mit Windhose. Ja, hat aber nicht so viele eingerichtet, also geht ja noch, ne? Ach, da sind noch welche. Sie sind da drüben! Komm mal her. Außerdem bin ich nur eine. Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja. Nehme ich gerne mit. So, da ist auch was für mich. Ja, hier, die können wir auch. Ach, da vorne. Na dann. Gib mal her. Noch mehr geheimnisvolle Marken. Ja. Ich nehme sie erstmal an mich. Irgendwann werden wir auch mal erfahren, wofür die stehen. Und dann werden wir die irgendwo abgeben. Wahrscheinlich bei Hekala. Nein, Hikaru? Keine Ahnung. Wie hieß denn der Typ nochmal? Hier, vielleicht sollte ich auch mal hier, wie hieß denn der? Hikaru, genau. Eie, ich hab's auch immer mit Namen, ne? Auf jeden Fall mit dem, dass der uns irgendwie sagt, ja. Ein Verwüster auf der Jagd, gerüstet für einen Kampf. Aber der ist da drinne. Auf jeden Fall, dass der uns sagt, ja, hier, hätte ich gern. Kannst du mir die geben? Und, ja. Ne, wie alle Sammelgegenstände auch, da wird sich ein Abnehmer finden. So, haben wir hier noch was liegen. Ich meine, zum Einsammeln und so. Oh, warte mal. Können wir gebrauchen. Hoffe ich. Glaube ich. Denke ich. Vielleicht. Komm mal her.
Na gut, okay. Das reicht. Genau, das haben wir. Ich würde mal sagen, ich mache erstmal hier die Wüste, ne? Hier haben wir noch einiges zu finden. Nö. Deswegen, das mache ich auch nochmal. Okay. Hier ist ja auch ein Lagerfeuer, das wir nutzen können. Jetzt muss ich gerade überlegen, wegen der Zeit. Ich bin mal wieder komplett raus. Was das Zeitgefühl angeht, naja. Mal gucken. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich werde gleich mal nachgucken. End. Einmal kurz speichern. Joja, machen wir. Ne? Ich müsste aber noch ein bisschen Zeit haben. Definitiv. Wir haben gerade mal Halbzeit. Wenn man es so nehmen will. Gut. Dann geht's einmal da lang. Nö. Weil da vorne scheint ja was zu sein, was wir haben können wollen. Oh. Neben den Vögeln. Okay. Na, solange sie nicht an uns interessiert sind, ist alles in Ordnung. Ach. Und wo ist die Blume? Wo ist die Metallblume dazu? Ach, da oben wahrscheinlich, ne? Ja. Sieht ganz nah raus. Wie komme ich da hoch? Bitte nicht böse sein. Sie wissen, dass ich hier bin. Oh. Ich habe doch gesagt, nicht böse sein. Warte. Ja, was denn? Feuer und Strom, warte. Darf ich mal? Hier, ne? Okay. Wo ist der andere? Ich nehme mir schon mal das mit, ne? Gib mal her. Wir können es bestimmt gebrauchen. Ach, da! Kannst du mal bitte? Erwischt! Ja. Ich spring hier mal rüber. Dankeschön. Warte. Ich lade mal nach. Okay. Ach, hier. Unter anderem. Ach so, okay. Und hier ist die Pflanze. Die Metallblume. Komm her. Ach ja. Komm hier runter. Na, komm her. Das hätten wir. Achso. Alles gut. Ganz ruhig, Aloy. Ja, ja.
Einmal hier wieder durch und dann können wir da, war doch hier, ne? Ja, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Hier liegt auch noch was. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Die ist etwas zu tief gerutscht. Naja. Ist dann halt so, ne? Warte. Entschuldige. Oh. Na dann. Können wir ganz gut gebrauchen. Denke ich, glaube ich. Okay. Apropos gebrauchen. Da können wir als nächstes hingehen. Oh, die Wunderlampe von Aladdin, die sieht voll cool aus. Ich sag doch, also nach... Finde ich richtig nice. Ich hatte gerade richtig Panik, dass das Spiel abstürzt. Neue Quest. Von unseren Freunden hier, oder wie? Ich nehme erstmal das Fragezeichen mit. Ich hoffe, das mit dem schwarzen Bildschirm funktioniert. Kommt nicht nochmal. Das war gerade Herzinfarkt pur. So. Mal hier. Alles gut. Ach komm. Da. Komm noch mal zurück. Okay, komm nicht zurück. Warte. Ach komm. Warte. Okay. Da lief doch ganz gut. Sag mal, wo sind die ganzen Sachen, die ich kriegen kann, ne? Ah, ja. Ja, hat sich gelohnt. So, aber was war denn hier versteckt? Ich meine, wir haben nur die Blume weggemacht, aber genommen haben wir, glaube ich, nichts, ne? Ja, gut. Gefunden. Was haben wir denn da? Holoshow-Monat. Holoshow-Monat im Trinity. Von echter Live-Unterhaltung bis zu klassischen Aufnahmen. Wir haben alles. Seht euch Donald Burkes in Vegas an oder schaltet ein wenig zu Rudy Mankinis Comedy-Show. Stück für Stück als Holostream direkt vom Broadway. Dienstag bis Freitag. Der Monat endet mit einem epischen Auftritt von Vani. Mit unserem Special Guest Shui.
hoffe ich. Live im Potala Palace. Alle Shows sind auf den Zimmern und in den Holosphären des Resorts nur mit Reservierung verfügbar. Worauf warten Sie? Schalten Sie ein. Genau jetzt. Sonst verpassen Sie den Spaß Ihres Lebens. Wow, 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 wow. Sorry. Kamen Sie über mich. Ich meine, wir verpassen die Show unseres Lebens. Ja, wir müssen unbedingt reservieren. Fürs letzte Jahrhundert. Ne, also ich meine, ihr habt gesehen, wer alles dabei ist. Ne, also wer alles angekündigt wurde, also... Da muss man mit, ne? Das muss man gesehen haben. Halt dich fest. Nein, macht sie nicht. Okay. Okay. Dann anders. Dann komme ich da halt anders hin. Kannst du mal bitte? Danke. Manchmal sind die Hologramme auch nicht gerade vorteilhaft, ne? Ich wollte nichts gesagt haben, aber ja, doch. Sind hier die Scheiben eingeschlagen? Ah ja, nein! Ah, war beinahe drinne. Beinahe. Ich meine, vielleicht soll es gar nicht so, aber ne? Ich hab beinahe geschafft. Wie komme ich denn da am besten hin? I don't know. Naja, dann müssen wir erstmal drauf verzichten. Ah, nee, ich kann nicht drauf verzichten, sorry. Ich muss da irgendwie... Irgendwie muss man da doch rankommen. Das ist auch eingeschlagene Fenster, komm. Irgendwie... Hm? Ich probiere es aus. Ich meine, da waren Sachen drin. Oder? Da sind definitiv Sachen drin. Komm, nein! Dass er auch immer so weit wegschwebt, dass er nicht sofort da, ne? Ach. Ich muss immer 5 Kilometer wegspringen. Also 5 Meter weg von dem Teil, ey. Lass mich raten, hier komme ich da nicht so durch, ne? Oder? Nee. Nee. So wird das nicht. Kannst du mal bitte da raus? Na komm. Was? Wo? I don't know. Na komm. Wie das rauscht. Ja. Das hat genauso funktioniert, wie es soll. Jetzt ist es schon wieder so weit weggesprungen. Das ist auch komplett schwierig, den Gleiter zu kontrollieren, ne? Ich lande immer da, wo ich nicht landen will. Ich möchte doch nur da rein. Oder muss ich von da drüben hier so rüber? Glaube ich doch nicht, ne? Na. Nein! Beinahe! Ich hätte beinahe reingekonnt. Ist doch nicht... Ah. Komm, halt dich fest. Oder ist das hier unten? Ich meine, da oben war was drinne. Ja, da vorne.
definitiv was drin. Wie komme ich da am besten ran? Natürlich ist der Boden nicht genug beschädigt, dass ich da rein kann. Diese Holos machen es mir auch nicht einfach. Hier Houdini und so, ne? Ah! Komm! Rüber mit dir! Aladdin, schieb mal deinen Teppich rüber. Au! Natürlich! Komm, spring hoch! Bitte hochspringen! Ah! Oh. Mensch. Oder kriege ich da was von Dings? Ist es das, was ich von Eva kriege? Der Kohlrot. Was ich ja schon haben könnte, wenn ich die Kohlrot gemacht hätte. Oder hätte ich hier vorher gucken sollen, wo die Hologramme noch nicht da waren. Ist hier irgendwo... irgendwas, wo ich hier durch kann? Genau, hier sind die. Ich sehe doch die Dings. Ich seh's doch. Ich sehe da keinen zweiten Eingang von drinnen. Also ich muss ja irgendwie durch die Fenster durch. Glaube ich. Glaube ich. Wie gesagt. Keine Ahnung. Ich meine, manchmal hält sie sich ja auch fest, ne? Manchmal ist sie da so ein bisschen... ja, nö. Ich bin mir aber auch nie sicher, wann ich richtig bin und wann nicht. Aber da müsste ich ja dann richtig sein. Ich meine, da ist ja was drin. Ne? Von daher kann es ja nicht falsch sein, da rein zu wollen. So. Halt dich fest. Nein, schon wieder zu weit. Da bin ich doch eben schon gelandet. Mann, ich will da oben drauf und nicht 5 Meter daneben. So komme ich da auch hin. Ist kein... ne? Keine Zauberei oder so. Ich will ja an den anderen Dings dahin. Also hier hin. Und nicht da irgendwie runter. Au. Jetzt will ich mal gucken. Scheint kein weiterer Eingang zu sein, ne? Von innen, meine ich. Nee. Und da sind definitiv Truhen. Ich wollte nur mal gucken, dass ich hier landen kann und dann irgendwie vielleicht, ne? Aber, nee. Oh, warte mal. Halt fest! Oh, Aloy! Okay, Gesundheit ist nur voll. Was machst du nur? Also, ich hab dich ja schon irgendwie rüber gekriegt, ne? Aber, ey, dafür bist du immer noch zu blöd. Ah, darauf wollte ich, glaube ich, ne? Kannst du bitte landen, danke. Nein, halt dich doch fest. Zur Not mit den Händen in die Glasscherben rein. Einmal richtig festkrallen. Ich will da... hast du es noch nicht kapiert? Wir wollen da rein. Wir wollen den Loot. Wir wollen den Loot. Hältst du dich auch fest? Oder kannst du hier landen? Das hat wunderbar geklappt. Nein. Okay, ja, es ist kaputtes, gebrochenes, bruchsicheres Glas. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, damit das kaputt geht, aber ein Sprengfall war es nicht. Also so ein Sprengdings. Interessant.
Verdammt. Nein! Sie ist nicht gesprungen. Sie ist gestürzt, gefallen, aber nicht gesprungen. Meine Güte, Aloy. Oh, nee, ey. Ich sitze hier bestimmt noch in 3 Jahren hier. So. Einmal bitte hier hoch. Und jetzt springen! Nein! Wie die sich einfach nicht festhält. Sie hätte sich... Oh, sorry. Mich abgerutscht. Also, im Real Life nicht. Ne? Hätte sich da doch festhalten können. Normalerweise hält sie sich fest. Aber da ist sie so picky. So, ne. Will ich nicht. Ich will in den Sand fallen. Macht so viel Spaß, 50.000 Jahre hier festzuhängen. Okay. Sagen die Kaninchen auch. Absolut cool. Das ist halt der Ort, der am nächsten dran ist, ne? Hier. Das Ding hier, aber da ist das Glas vor und das Ding hier. Warte. Ich geh nochmal hoch. Nein! Ich wollte hier da hoch. Hoch. Siehst du, da hält sie sich fest. Da ist es doch. Ich sehe es doch von hier. Ja, irgendwie komme ich da nicht rein. Okay, dann müssen wir es doch mal anders machen, wenn ich es nicht vergesse. Weil ich gerade gemerkt habe, warte. Doch, hab ich markiert, ne? Ich kann so langsam den Part beenden. Was haben wir da denn noch? Ich nehme das nochmal kurz mit. Die 2 Sekunden habe ich noch. Oder 30 von mir aus. Oder 40. Oder 2 Minuten. Ah ja. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Sprengen wir es auf. Ja. Und locken sämtliche Gegner in unsere Richtung. Aber gut. Was haben wir denn da? Beschwerdeprotokoll. Zimmer 1620, 1135, 32. Normalerweise beschwere ich mich nicht, aber der Wäschebot hat mein Kleid zerrissen und ich bin völlig verzweifelt, weil heute mein großer Abend ist und ich nicht weiß, was ich tun soll. Die Lobbybots wollten mich zu einer automatischen Schneiderei am Strip schicken, aber die haben zu. Kann ich bitte mit einem menschlichen Mitarbeiter sprechen? Zimmer 1120, 11:37, 1. Ich habe eine Hochzeitssuite mit Blick auf den Mount Charleston reserviert, aber stattdessen sehen wir den Hoover-Damm. Wir haben versucht, die Fenstereinstellung selbst zu ändern, aber sie stellen sich immer wieder auf den Hoover-Damm oder Downtown zurück. Können Sie bitte die Systemeinstellung auf den West-Vegas-Panoramablick ändern? Wie ist in der Reservierung angegeben? Zimmer 0160. 13:45, 20, dringend. Ich habe mehrfach wegen des Holo-Logins angerufen und erwarte eine schnelle Antwort. Ich habe 6 Sportwetten laufen. Mein Interface ist seit 12 Uhr gestört. Seit 12:40 ist der Server down. Auf dem Monitor wurde angezeigt, dass Maßnahmen ergriffen werden, aber bisher gab es noch keinen Reboot. Wow. Na gut, bei 12 Wetten, ne? Würde man das nicht wollen, dass da irgendwie Fehler im System herrschen, ne? Gut, dann gehe ich mal zu dem, hier einmal durch. Kannst du einmal durch? Danke. Zum Lager. Feuer. Okay. Speicher manuell. Und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde verändert.
ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten.